Die Hypnose und Hypnotherapie ist ein hochwirksames therapeutisches Verfahren, was es Patientinnen und Patienten ermöglicht, alleine durch ihr Vorstellungsvermögen, durch ihre Konzentrationsfähigkeit, ihre Aufmerksamkeit auf den Körper zu lenken, in den Körper zu lenken und damit dann auch Einfluss zu nehmen auf bestimmte Körperempfindungen. Und von daher hilft die Hypnose insbesondere bei der Behandlung von Ängsten, die bei ganz vielen Erkrankungen eine ganz massive und belastende Begleiterscheinung sind. Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen kennen es, insbesondere zum Beispiel bei Asthma-Erkrankungen können wirklich Todesängste entstehen, aber auch bei onkologischen Erkrankungen die Angst vor der nächsten Untersuchung, die Angst vor der nächsten Besprechung oder bei allen chronischen Erkrankungen gibt es häufig große Ängste vor der Zukunft, wie wird der Krankheitsverlauf sein? Und Patientinnen und Patienten, die Angst haben, die richten ihren Blick innerlich immer in die Zukunft, während depressive Menschen ihren Blick in die Vergangenheit richten. Und hier kann die Hypnose eben sehr schnell behilflich sein, bei den Ängsten diese zu kontrollieren. Das heißt also, die Ängste im Grunde genommen zu einem Verbündeten zu machen, denn die Angst ist ein ganz wichtiger Begleiter in unserem Leben, ist ein Beschützer, der uns stark macht, der uns hellwach macht. Das heißt also, durch die Hypnose lernen wir, keine Angst vor der Angst zu bekommen, sondern die Angst als eine Stärke zu erleben, die wir sehr effektiv einsetzen können, um innerhalb von wenigen Minuten sowohl körperliche als auch mentale Veränderungen spürbar werden zu lassen und das Ganze eben auf Dauer. Das heißt also, die Angst zu reduzieren, um damit wieder Kraft zu haben für einen sehr günstigen Heilverlauf und im besten Fall meine eigenen Gedanken als Heilmittel einzusetzen.